bei der Behandlung von Covid-19, also diese Krankheit, die durch eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 verursacht wird, müssen wir zwei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist, wenn sich das Virus im Körper vermehrt, dann braucht es Medikamente, die direkt gegen das Virus gerichtet sind, wie eben zum Beispiel dieses Paxlovid oder Antikörper, die schon in Verwendung sind. Und in dieser zweiten Phase kommt es zu dieser überschießenden Immunreaktion, die dann auch zu diesen sehr schweren Krankheitsverläufen führen und es notwendig macht, dass man die Menschen beatmet im Krankenhaus. Da braucht es entzündungsdämpfende Medikamente, wie zum Beispiel das Corticosteroid Dexamethason. Paxlovid gehört zur ersten Kategorie. Es greift direkt in die Vermehrungsmaschinerie des Virus ein und verhindert, dass sich das Virus weiter ausbreiten kann. Paxlovid muss wirklich in den ersten Tagen der Ansteckung gegeben werden. Also sobald eigentlich Symptome auftreten und eine bestätigte SARS-CoV-2-Infektion, muss man das einnehmen, weil es sonst keine Wirkung mehr ausüben kann. Paxlovid ist natürlich vor allem für Menschen sinnvoll, bei denen anzunehmen ist, dass sie einen schweren Verlauf erleiden werden. Es gibt die bekannten Risikofaktoren wie eben hoher Blutdruck oder Diabetes oder zunehmendes Alter natürlich. Und je mehr von diesen Risikofaktoren da sind, desto wichtiger ist, dass man dieses Paxlovid vor allem auch schnell geben kann. Es muss sich dann auch noch so ein Ablauf einstellen, wo man sicherstellen kann, dass Menschen schnell getestet werden und dann auch schnell diese Paxlovid-Tabletten kriegen. Es ist auch möglich, dass man beispielsweise bei SARS-CoV-2-Ausbrüchen in Alters- oder Pflegeheimen dieses Paxlovid präventiv allen Bewohnerinnen und Bewohnern geben kann.